Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Life Goes On. Vielleicht zum letzten Mal, wobei ich das bezweifle. Vielleicht zum vorletzten Mal. Man wird sehen. Ja, hier aus der Burg. Beziehungsweise ich glaube zum letzten Mal aus der Burg. Denn es hat hier zwar noch ein Bonuslevel, wie ihr gesehen habt. Aber wo dieses Spiel bzw. sich abspielt, das weiß ich nicht. Ja, heute geht es allerdings erstmal noch darum, hier in Collapse sowohl die Lemming als auch die Zeitvorgabe zu schaffen. Und an dieser Stelle auch ein kurzes Dankeschön an Candy, denn ich hatte mich nach der letzten Aufnahme privat mit ihnen in Verbindung gesetzt und gefragt, ob das so gedacht war, wie ich das gelöst habe. Und nein, war es natürlich nicht. Wie ich es schon erahnt hatte, auch in der Aufnahme, es ist tatsächlich eigentlich so gedacht, dass man einen Ritter in diesen Stromkreis befördert mit dem Gravitationsstrahl, falls ihr euch erinnern könnt. Aber ich habe da ein bisschen was falsch gemacht. Na, vielleicht kann ich das jetzt ja zeigen. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach jetzt rein. Genug gelabert, los geht's. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. So. Dann schauen wir mal. Ach ja, gleich mal in die falsche Richtung. Das fängt gut an. Und es ist eigentlich irre, dass die Sonne in die Uhrzeit noch derart blenden kann. Das finde ich jetzt weniger schön. Weg hier! Weg hier, weg hier, weg hier. Ja, hallo? Jetzt heute noch? Dankeschön. Kann nicht wahr sein, ja. Mann, Mann, Mann. So. Okay. So, also jetzt zack, zack hier rüber. Jetzt kommt nochmal ein Scheiß-Part. Oh, ich habe mir gleich einen Eiswürfel gemacht. Das ist natürlich super. Und damit kann ich jetzt schon mal das Feuer hier ausmachen. Und nein, Jeff wird jetzt nicht gefüttert. Der hat mich genug genervt und der war ein bisschen zickig. Jetzt bin ich zickig. Komm mal. Jetzt bin ich zickig. So. Holy crap. Das war knapp. Come on. Jetzt müssen wir noch rüber hier. Das könnte auch schwer genug werden. Das hat beim ersten Mal ja auch nicht so ganz, ja, wie soll ich sagen, funktioniert. Ne? Come on! Wir haben ja auch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. So, ja, meine Katze geht auch gerade ein bisschen ab. Darf sie ja ruhig. So. Okay, das war schon mal besser als das letzte Mal. So, und hier ist es, wie gesagt, eigentlich so gedacht, dass man einen Ritter in diese... Nein, 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 nein. In diese Dingens packt. Hey, das war zu... Das war zu langsam. Ich wollte es jetzt ganz, ganz behutsam machen. Ja, vielen Dank auch, Candy. Nein, war ja meine Schuld. Ja, und jetzt hat nämlich das auch geklappt. Und so war es, oder ist es eigentlich gedacht. Jesus. Und wieder habe ich mich mal... so. Mal gucken, ob wir nicht vielleicht schon auch so rankommen. Nein, da kommen wir nicht. Wir haben noch keine Zeit. Verdammt. So, jetzt komm ran. Komm ran, du Scheißding. Ah, there we go. There we go. So, das sollte zumindest hoffentlich eine Vorgabe erfüllt haben. Wenn auch nicht beide. Ich habe da gerade so meine Zweifel. 2, 3, 4, 5. Oh, hat das gerade so... Ich glaube, es waren 11, oder? Ach, 14 sogar. Ach, und auch von der Zeit her. Mir fällt ein Stein vom Herzen, beziehungsweise in dem Fall eine ganze Burg, ne? Ja, gut, dann würde ich sagen, ich kann mich jetzt ganz gechillt um Jeff kümmern und dann, wenn das klappen sollte, also relativ fix, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, da ich da beim ersten Versuch schon ein paar Probleme hab aufkommen sehen, dann könnte ich mich tatsächlich noch ans wohl letzte Level wagen, da ich auch ehrlich gesagt unglaublich gespannt bin, was das sein könnte. Gehst du weg. So. So. There we go. There we go. Okay, stört's ein. Sehr schön. Okay, da hat's noch drei, aber das soll mich jetzt nicht stören. Wie gesagt, im Grunde muss ich jetzt nur noch Chef füttern, der sich eben... Oh, diesmal hat das nicht geklappt mit meinem Eisblock. Also gleich mit der Leiche, die hier zum Eisblock wurde. Schade. Aber ist ja jetzt eigentlich auch schon egal, ne? So, Chef. Auch wenn ich mit dir auf Kriegsfuß stehe, ich versuche das jetzt trotzdem nochmal, dich zu füttern. Wie kriege ich das Ding schneller?
That's the question. Das ist hier die Frage. That's the question. Wie mache ich das? Ja! Ja, okay, dann muss ich wohl hinterher noch mal ein bisschen nachhelfen, wa? Also so in Sachen Tempo. Ja. So, Moment mal. Wir lassen dich jetzt hier erstmal hier stehen. Das war's wert. Doch, ja. Das Opfer war's wert. Das hat's gebracht. So, okay. Dann jetzt nochmal abschließen das Level und wenn ich so auf meine Uhr gucke, ja, ich würde sagen, wir gucken echt nochmal ins letzte Level rein. Also, nehme ich jetzt mal stark an, ja, dass es wirklich dann auch das letzte Level sein wird. Ich meine, man weiß es ja nicht. Die Entwickler haben mich ja schon mit einigem überrascht hier. Bislang. Das war doof. Ich war in Gedanken schon im letzten Level. Ich war schon im letzten Level. So. Springen. Dankeschön. So. Ist ja eigentlich nicht so schwierig, ne? Und nicht so schwer. So. Und jetzt nochmal rüber. Samt des Würfels, die mir ja echt gute Dienste geleistet haben. In diesem Let's Play. Geronimo! Wunderschön. So. Und hoch. Und, hallo? Darf ich vielleicht hier rüber? Nee! Da wollte ich jetzt noch gar nicht rein. Weil eigentlich... Das ist ja egal. Nein, schon wieder! Was mache ich denn? Jedes Mal dieselbe... Zu vorsichtig. Ich sag's doch, zu vorsichtig ist nichts. Das ist einfach nichts. So, jetzt aber. Hoch. Rüber. Hoch. Und jetzt... Into the... Nein! Ja, eigentlich völlig egal. Es ging ja nur noch um Jeff. So. Sehr schön. Hätten wir das auch hinter uns gebracht und erledigt. Und jetzt bin ich wirklich so derart gespannt auf dieses einzeln stehende Level. Oh, ja, auch nochmal 19 Stück. Schadet ja nichts. Zum Abschluss nochmal richtig reingehauen hier. Und wir haben Jeff. Super. So. Das soll es jetzt eigentlich hier wirklich gewesen sein. Haben wir eigentlich Jeff überall? Das würde mich jetzt interessieren. Also hier sehe ich mal soweit schon, ja. Ja. Auch in dieser Welt, okay. Und in den Minen, ja. Also Jeff haben wir eigentlich überall. Das heißt, ich bin zufrieden. Und Jeff hoffentlich auch. Und wir haben wohl wirklich nur noch dieses Level. Lemmingvorgabe 18 und 3 Minuten 20 Zeit und 3x Fragezeichen. Tja, rein in die gute Stube. Wenn ich denn darf. Ah, danke schön. Da ist der Kelch. Was? Wait, what? Moment, hä? Ich habe ein ganz, ganz krasses Déjà-vu? Hä? Das ist doch das erste Level. Wollt ihr mich verarschen jetzt hier? Ah. Okay? Oh. What the? Ich kann ja nicht mal abspringen hier. Ach. Hä? Was geht denn hier ab? What the hell? Okay. Ja, dann eben hier hoch. Und hier. Was ist denn das? Ach, hä, wieso ist der Kelch jetzt hier? Ja gut, dann holen wir den halt. Ach, liebe Entwickler. Ihr seid spitze. Ja, lass mich raten, jetzt erschlägt mich ein Stein oder so. Ach, das sind die Credits in ein Level verpackt. Das haben sie ja, glaube ich, in der Demo-Version schon mal so ein bisschen angedeutet. Finde ich super, finde ich cool. Ja. Super. Das wäre Chief Code Monkey. Monkey, ach ja, Infinite Monkeys, ja. Susan Wright. Okay, Liner of Brackets, Slayer of GUIs. Was? Ja, ihr wollt wohl nicht, dass ich euch vorlese hier, ne? Master of Crayons. Ian Morrison.
Death Trap. Okay, also dem haben wir die ganzen Dinger zu verdanken, offenbar. Diese ganzen kleinen, fiesen, gemeinen Fallen. Ich feiere das halt gerade extrem. El Presidente, Eric Johnson. Draftsman. Drudgery. Okay. Eric Johnson. Guter Job. Ja. Oh mein. Okay. Richtig charmant und toll gemacht. Wie schön ist das denn? Master K-Hörde. Cat-Hörde. Ja, K, genau. Ach, ein Katzenfan. Yay. David Holmes. Ich bin voll auf deiner Seite. Killer of Ideas. Okay, das könnte jeder gewesen sein. Das wäre dann wahrscheinlich so. Ja, das wäre ich gewesen. Hier eine Idee wieder auf den Tisch gebracht und die sagt: Nö, das muss nochmal anders. Ja, von wegen hier rüber. Oh, ich wurde mal nicht veräppelt. Kann ich hier nicht stehen bleiben? Ne? Ja, kann ich schon, aber. Was ist denn das? Sieht fast ein bisschen aus wie Muffinteig oder so. Soft, was? Was? Könnte ich. Achso, Soft, Downy, Harmless. Ah, ja, genau. Ja. Hä? Ja, ist ja gut jetzt. What the f. Nee, Moment. Ach, okay, ah, okay, ja. Den Wald vor Bäumen nicht sehen. Sterling Doucette? Business Development. Also, sollte ich das falsch aus. Wobei, ich denke nicht, dass sie Deutsch verstehen. If I pronounce your name wrong, I'm very sorry. My English is very schlecht. Was zum Henker? Aber richtig gut gemacht. Kevin Greenlee. Ach, für die Musik und so. Für Sounddesign finde ich auch super gemacht. Also gefällt mir auch richtig gut in dem Spiel. Und Luke Bortolotto. Der Interface Designer. Ja, auch einmal mehr. Wirklich guter Job. Nö, ich springe jetzt bewusst nicht rein. Ich springe da rüber. Ja. Oder auch nicht. Ah, okay. Oh. Ja, für die Dummheit der Spieler kann das Spiel halt nichts, ne? Ja. Audio Power by Fabric. Okay. Ach, come on. Wobei, das hätte ich verhindern können. Da hätte ich nochmal zurückspringen können. Aber man weiß es halt nicht, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Was ist das hier? Und hat sie eigentlich nochmal einen Chef? Habt ihr ihn gesehen? Ich nicht. Als könnte ich jetzt direkt zu dem laufen. Ja, hallo. Kleiner Sack. Wenn man vom Fellknäuel spricht. Oh. Das überrascht mich jetzt doch, dass das so einfach war. Okay. Help? Das. Playtesting, Steve Anderson, Aaron Badak, Sarah Beck, Andrea Budak, Robert Budak, Michael Gordon, Stephen Holmes, Scott Kelly, Chris Lapine, Todd Mortimer. Oh Gott, nee, die lese ich jetzt nicht alle vor. Tut mir leid. Also, ja. Death Sounds Provided. Alison Barr, Aaron Weingarten, Adam Robinson, Bernie Garcia, Ashley Lawrence, Brian Constanzio, April Galanzocchi, Amanda Swenson, Olga Sinoveva, Amelia Grisby, Bradley Steele, Don Iverson, BJ Frost, Aaron Billington, Braden Valley, Willie. Willey, Ashley, wie viele sind das? Sarah, kann ich euch? Ich kann ja gar nicht, ich wollte jetzt mein Schwert benutzen, ich wollte die wegkicken. Das geht ja gar nicht, ich bin ja nicht in Ascendant. Sind wir das schon einmal durch oder sind das immer noch andere? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste mal einen Namen sehen, der mir schon bekannt vorkommt. Nee. Oh, David Ho. Oh nee, den habe ich da irgendwo anders schon mal gelesen, oder? Ossie Lee? Andrew Doricott? Neil Sorensen? Adam Chetnalari, Alex Wiki, Adam Zeigler, oder Adam Zeigler, Andrew Pollock, Andrew Hogan, wie viele Sounds sind denn das, bitteschön, Amy, das sind ja immer noch neue, Bobby Richter, ja okay,
Ihr habt alle einen wunderbaren Job gemacht. Special thanks to, ja. Oh! Ey, guckt euch das mal an, wir haben eine Krone, wir haben ein Zepter, wie cool ist das denn? Beste Credits ever. Ja. Oh! Chaslin? Chaslin? Chaslin Wright? Wie? Jeanette Blimel? 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 Jonathan Bilsma? Bilsma? Bilsma wahrscheinlich eher. Kyle Johnson? Ne, Killer Johnson. Kyler. Ich bin völlig verwirrt jetzt momentan. Das Level fasziniert mich einfach derart. Adrian Nito. Sean? Googles? Googles? Oder Douglas? Ist das ein D? Wahrscheinlich hier ein D, ich weiß es nicht. Ashley McCurdy und Full Sail. Razor. Startup Edmonton. Uah. Global Game Jam. Ah, okay. Creative Labs. Benjamin. Mentoring Service. Kann ich irgendwas machen? Nee. And thanks to our friends and families for putting up with this insanity for more than 2 years. Ah ja, okay. Also ganz 2 Jahre hier stecken in diesem Projekt. Sehr schön gemacht. Liebe Leute, ich weiß, hier Infinite Monkeys, ihr werdet das weder gucken, noch werdet ihr das verstehen, was ich hier sage. Ich sage vielen Dank für dieses wunderbare Spiel. Oh. Ja komm, jetzt kommt noch das Finale. Wetten? Ja, yeah, we all saw this coming, natürlich. Okay. Thanks for playing. Ja, es war mir ein Fest. Es war mir eine Freude. Ganz ehrlich. Es war mir eine Freude. Ja. Toll. Ganz ehrlich. Einfach nur toll. Ich bin sehr beeindruckt, bin sehr begeistert. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Beziehungsweise ich werde wohl nochmal ins letzte Level gucken, denn auch da hatte es ja eine Zeitvorgabe und ich habe das jetzt gar nicht mehr gesehen. Lass mich nochmal gucken. Wie das aussah in Sachen Zeitvorgabe. Also ich war natürlich viel, viel länger im Level, weil ich halt auch die Dinger lesen wollte und so. Ich bin da nicht durchgerusht. Okay. Ja, Moment. Ist es da überhaupt möglich? Ich meine, ja, ich bin ein paar Mal gestorben, weil ich hier ein bisschen blöd rumgehüpft bin, aber... Ja, und Zeit, okay, das sollte auch möglich sein. Werden wir jetzt gleich nochmal versuchen, ehrlich gesagt. Oder ich... Ach ja, hier habe ich ja so viel Zeit auch vergeudet. Ja, aber ich muss ja hier auch scheinbar einige opfern, sonst falle ich ja hier gar nicht runter. Wo war das? Hier? Nee, wo war das? Bin doch plötzlich... Oder muss ich da einfach nur warten? Oder hätte ich einmal oben reinspringen? Oh, Moment, das will ich jetzt nochmal testen. Sehr strange. Sehr, sehr strange. Muss ich einfach einmal reinspringen? Nee. Muss hier wohl echt mehrere opfern. Sehr merkwürdig. Ich meine, das sind halt Sachen, die kann man nicht verhindern. Ne? Sehr strange. Ja, ja, das hat... Nein! Wir haben doch keine Zeit. Jetzt haben wir wirklich keine Zeit. Come on! Bleibst du stehen? Ach Gott, es ist so derart charmant gemacht. Verdammt. Ich wollte jetzt auch einfach eigentlich nochmal springen und versuchen, ob man ausweichen kann. No. Au! Lass das doch. Kleinen gemeinen Ratten. Ja, auch hier, guck mal, ich... Man muss hier eine gewisse Anzahl offenbar opfern. Das kann doch nicht sein. Fast durchgekommen. Aber es ist, glaube ich, gar nicht möglich. Warte mal, wie war das jetzt hier noch? Ach ja. Nein! Ich darf nicht springen, ich voll honk. Ja, super. So, Moment. Ja, hast du dir gedacht, ne? Die Stelle habe ich mir noch gemerkt. Ist ja nicht so.
Ja, okay, gut, das dauert jetzt. Jetzt hoch. Ja, okay, also 1, 2 habe ich schon mal wieder selbst zu verschulden. Das macht mir immer noch so ein bisschen Angst hier. Also ganz ehrlich, wirklich einer der besten Credits, die ich je gesehen habe. Jan, was ist das hier eigentlich? Ist das auch dann, wird das auch gezählt als Opfer? Ich meine, das ist ja wirklich, vieles ist nicht meine Schuld in dem Level. Das ist so genial. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ich kann das ja nicht verhindern. Ich kann weder laufen noch sonst irgendwas machen. Naja. Gucken. Ja. Einmal mehr. Vielen Dank für dieses wunderbare Spiel. Oh, Rapid Sacrifice. Kann sein, dass ich jetzt... Also habe ich gerade hier stehen als Achievement. Vorhin hatte ich Jeff is a peace... wie war das? Also er ist glücklich, dass wir ihn gefüttert haben. Also in jedem Level scheinbar. Das war wohl auch ein Achievement. Und jetzt... Lass mich gucken. Ach ja, zumindest die Zeitvorgabe, aber nicht die... 21. Ja, ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache das, ne? In jedem Level. Das Problem ist halt... Okay, lass mich mal mitzählen. 1... 2... Und ich meine, ich kann hier nichts anderes machen. Was... Wisst ihr, was ich meine? Ich kann ja nicht irgendwie so klein-klein hüpfen. Das geht ja nicht. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5? 5 oder 6? Puh. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht hätte man das hier zum Beispiel verhindern können. Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Hier sterben wir wenigstens nicht. Vielleicht bringe ich das nochmal gesondert sogar, ehrlich gesagt. Weil ich sehe gerade, ich bin schon wieder sehr, sehr lange im Spiel. Ah, da wollte ich jetzt noch wegkommen. Vielleicht geht das halt wirklich. Einmal eine neue Frisur, vielen Dank. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Das kann doch nicht sein, dass ich hier mich... Vielleicht, wenn ich langsam drüber gehe. No. Nope. Nee. Ja, aber nee, da kommst du ja auch nicht mehr raus. Das ist doch Humbug. Und hier sieht man ja, sie lassen dich... Da steht sogar noch was da hinten, aber das konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Ja. Okay, das war ein Opfer, welches ich im letzten Dingens... zu viel auf jeden Fall war, was ich nicht hätte machen müssen. Aber das hier zum Beispiel, das muss ich ja machen. Ich verstehe es nicht. Also das kapiere ich jetzt echt nicht so ganz. Und ich würde sagen, nach diesem Versuch werde ich dann trotzdem... werde ich das wohl nochmal in so einem ganz, ganz kurzen Video bringen, ehrlich gesagt. Moment, ich glaube, ich kann sogar gucken. Ja, guck mal, ich bin jetzt schon bei 20. Wie? Und das wäre ja dann nur das Minimum. Und irgendwie muss es dann auch noch möglich sein, das ganze Violett abzuschließen. Moment, aber jetzt könnte ich mal gucken, ob das jetzt auch nochmal als Opfer zählt. Aber ich glaube nicht, also diese... Nee. Okay, das sind halt wirklich die, die wir offenbar selbstständig... Ja, hier mit den Stacheln und mit diesem komischen Boden auch. Diesem ungefährlichen, weichen Boden, ja. Der nicht so ganz ungefährlich war. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Echt nicht. Deshalb würde ich sagen, liebe Leute, ich mache jetzt hier mal Schluss. Wie gesagt, kann sein, dass ich mir das Ganze nochmal ansehe. Beziehungsweise es wird so sein, dass ich das sicher nochmal aufnehmen werde, so ganz, das wird halt so irgendwo nochmal dran geklatscht, beziehungsweise als einzelne 2 Minuten oder 4 Minuten Part oder was auch immer kommen. Ich sag für heute Ciao, beziehungsweise eigentlich
fast schon generell von diesem Let's Play. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch euch. Ich danke euch fürs Zusehen, auch fürs fleißige Kommentieren. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Kommentare zu lesen und sie zu beantworten. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder, so denn ihr wollt. Was auch immer das sein wird, das weiß ich noch gar nicht. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, habt noch eine schöne Zeit, macht's gut und ja, denkt immer dran. Egal was kommt, life goes on. Ciao, ciao.